Ejo, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider auf der Xbox One X. Was geht? Ist ein rotes Fass, das explodieren kann? Ne, müsste es rot angezeigt werden. Okay, stimmt. So, in der letzten Folge haben wir Gollum gefunden und ein paar Leute totgeschossen. Ich meine, gut gefunden jetzt noch nicht, aber wir haben ihn ganz kurz. Wir haben einen Blick auf Gollum erhascht, auf jeden Fall. War sehr interessant. Schön zu sehen, dass er nach Herr der Ringe auch noch eine Rolle gefunden hat. Oh, ich muss hier hoch, glaube ich, ne? Ja, hier muss ich hoch, okay. Ich bin hier richtig auf jeden Fall. Weil ich habe gerade 150 EP bekommen. Das bedeutet, dass ich schon mal richtig bin. Gott, ich sehe aber auch nicht durch in diesem scheiß Dschungel. Ich meine, what the fuck? Noch mehr Leichen. Yay, hat er die gelootet? Ach, hat er doch nicht. Ehrenmann. Überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Langeweile, Loot, Abby. Keine Ahnung. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Sicher, dass es nicht die Legende der Predator ist? Gleich kommt gleich so eine Knackgeräusche. Überall diese scheiß Viecher. Wow! Mit L. Okay, ist nichts. Ich versuche, dass ich die Geräusche auch unter Wasser höre. Ist ziemlich realistisch. Juhu. Hast du mir übrigens aufgefallen, warum ich mich die ganze Zeit wundere, dass der Schwierigkeitsgrad auf einmal so schwer ist? Der ist nicht auf einmal so schwer, sondern, und ja, was soll ich sagen? Ich habe halt meinen anderen Account auf Schwierigkeitsgrad leicht gespielt bis hierhin. Und jetzt ist halt dann auf Schwierigkeitsgrad normal. Das ist halt schon ein ordentlicher Unterschied, ne? Ah, bist halt ein 20 EP-Vogel, Digga. Ich muss dich töten. Ich brauchte deine 20 EP. Tut mir leid, Brudi. Wenn du keine EP bringen würdest, würde ich dich auch nicht töten. Das ist die Schuld vom Game Director, nicht von mir. So, immer schön die Schuld den anderen Leuten in die Schuhe schieben. Das macht mir Spaß. Ich muss auf jeden Fall mich daran gewöhnen, mich gerade hinzusetzen. Deswegen habe ich das Mikrofon jetzt so ein bisschen weiter hinten gezogen. Aber ich kriege ansonsten auch einfach so Buggy wie quasi Modo, Alter. Holy shit. So, ich würde hier gerne was dran ändern. Ich habe 35 von diesen komischen Teilen. Wo habe ich die alle auf einmal her? What the fuck? Mir fehlt Schießpulver. Kann ich das nicht kaufen? Doch, das konnte ich kaufen, ne? Weil ich würde gerne bei der AK den Damage noch ein bisschen increasen oder erhöhen. Whatever. Bitte trigger jetzt keine Cutscene, bitte keine Mission oder Cutscene triggern, Digga. Einfach nur hier dran vorbei zum Händler. Oh oh. Oh oh. Okay, keine Cutscene. Ha, Schwein gehabt. Hätte ich das Ding eigentlich schon erkundet? Oder angeguckt? Ja, hatte ich schon gehabt, okay. Ayo, was geht? Hallo. Schaut's kein Kind. Ich denke, ich kann dir helfen. Okay, ich würde die beiden Waffen eigentlich auch noch kaufen, einfach nur der Vollständigkeit halber. Das hier brauche ich aber auf jeden Fall. Oh, der Preis. Ausgezeichnet. Oh, tut schon weh, tut schon weh. So, wir kaufen uns auf jeden Fall noch die Waffe. Ja. Viel Spaß. Ja, damit werde ich ganz viele Leute töten, ganz, ganz viele. Ja. Ja, so macht man Geschäfte. Ja, ich weiß. Man geht hin und kauft was. Genau so macht man Geschäfte, Digga. Das bin ich auch gewohnt. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Achso, stimmt. Ich bin im Kaufen drin gewesen. Ja, moin, Digga. Ich wollte jetzt erstmal verkaufen. Obwohl, das bräuchte ich vielleicht noch. Ich bräuchte vielleicht noch zu craften. Dafür kann ich aber auf jeden Fall 10 verkaufen. Viel Spaß. Werde ich haben. Ich will nämlich mit deinen Waffen Leute töten. Ausgezeichnete Wahl. Aha. Das hier hinten werde ich mal nicht verkaufen, weil das ist schon, glaube ich, relativ selten. Ja. So damit. Geschäfte. Weg damit. Weg damit. Ja, so macht man Geschäfte. Das wollte ich auch noch. Und wenn du wieder das handeln willst, ich bin hier. Ja, wo sollst du auch sonst sein? Hast du überhaupt eine Familie oder Kinder? Oder eine, weiß ich nicht. Freunde? Ich meine nur. Gabel die ganze Zeit da rum. So, craften wir mal ein bisschen. Inventar. So. Leute, die ist ja viel stärker als diese Waffe.
Obwohl, Präzision, Feuerrat ist hier schon, also die Waffe ist eigentlich auch besser. Warum kaufe ich mir die ganze Zeit Waffen, Alter? Die sind alle beschissener als die Waffe, die ich davor hatte. Es macht absolut keinen Sinn, sich hier irgendwas zu kaufen. Die Waffen sind eher alle Trash. Badum. 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 Ich weiß nicht. Vielleicht nochmal hier reingucken. Präzision mit. Oh, die Präzision wird aber richtig erhöht von dem Ding hier. Ja. Das kann ich auch nicht mehr machen. Ah, scheiße, fehlt mir jetzt so ein Teil, ne? Hm. Belastend. 9 von 11. Warum kaufe ich mir eigentlich diese Waffen die ganze Zeit? Guckt euch das an! Hier! Yeah. Pistole, Revolver. Ich meine, ich kann den auch noch upgraden. Aber mit der maximalen Schadensstufe wäre das Ding, glaube ich, auch nicht viel heftiger als die Pistole. Ich meine, guck mal die Pistole an, die hat schon ordentlich vorgelegt. Kann ich den Schaden eigentlich noch increasen? Nein, kann ich nicht. Obwohl, gut. Dann wird der Revolver vielleicht doch irgendwann besser werden. Aber guck mal an. Zwischen dem, wo es jetzt ist und dem Ende ist halt nicht mehr viel. Also, so viel stärker wird die Waffe nicht mehr. So, lol, die beiden Waffen sind gleich stark vom Schaden. Hat die Durchschlagskraft eines LKWs bei 30 km/h allerdings eine geringe Feuer. Wer gibt denn sowas an? Hier, ich hab hier eine 45er Kalaschnikow. Das Ding ist so stark, Digga. Er hat ungefähr eine Durchschlagskraft von einem LKW mit 30 km/h. Okay. Also ich meine, wer gibt denn sowas an? Ich meine ja nur, komischer Händler. Sehr, sehr komisch. Es gibt hier nur 2 Upgrades für diese Waffe. Hä? Warum wird mir hier so viel angezeigt? Aber da unten steht auf. Ach, auf! Aufsätze ist ja was ganz anderes. Wie kann ich Aufsätze eigentlich anschrauben? Achso, das sind jetzt die Munitionstaschen, die ich mir gekauft habe. Okay. Hier sind auch Outfits. Problem ist, die Dinger bringen alle nichts. Hätten die nicht irgendeinen Vorteil haben können, sodass es auch einen Sinn macht, die zu nehmen? Was macht eigentlich bis jetzt mehr Sinn, die Dinger nicht zu nehmen? Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, Pfeile wieder zu erlangen. Ja, macht eigentlich Sinn. Ich meine, so ein Pfeil könnte man eigentlich wieder rausziehen, oder nicht? Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen, um Feinde zu töten und ihre Leiche. Okay. Schaltet den Kauf von Munition und Ressourcentaschen. Muss ich aber jetzt ganz schnell los. Das haben die hier bestimmt nur drinnen, damit die Konsole ein bisschen laden kann. Damit die das nächste Gebiet schon mal laden kann. Ich denke mal schon, dass es nur deswegen dieses Matschding da ist. Weil die halt schon ein ganz großes Gebiet ist. Wie geht's? Gefällt dir irgendwas? Ja, kein Smalltalk, Digga, schiebst du dir sonst wohin. So, wo sind die Taschen? Ich habe jetzt hier gerade. Ich will jetzt vom Händler Taschen kaufen. Wollen wir einen Scheinwerfer mal kaufen? Einfach nur so? Ausgezeichnete Wahl. Warum nicht? Komm bald wieder. Gucken wir einfach mal, was das so bringt, ne? Gucken wir einfach mal. Ja, moin, Digga. Ich bin schon gefühlt 10 Minuten am Aufnehmen, Digga. Bis jetzt habe ich doch keine Story gemacht. Ganze Zeit nur am Kraften. So, Inventar. Da haben wir die Pistole. Upgrade. Ich krieg den Schalter jetzt da drauf. Ich hab hierfür einen Schalldämpfer. Aufsätze 1 von 3. Pistolen Schalldämpfer. Ist der drauf? Der ist drauf, glaube ich, ne? Ja, der ist vorne drauf. Interessant, der ist einfach. Der ist direkt drauf dann. Okay. Würde ich mir gerne mal anhören. Ja, ist drauf. Cool.
Naja, vielleicht kann ich später die Taschen kaufen, ne? Bei einem anderen Händler oder so. Müssen wir jetzt hier rein? Achso, müssen hier rein. Okay, dann machen wir die Story weiter. Jonah? Wir sind unten. Was macht ihr denn da? LOL. So, haben wir doch irgendwas? Nö. Ah, hier unten könnte auch noch was sein, ne? Ach, aufgeschissen, wir gehen hier unten lang. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Wieso kennt sie alles? Ich kenne einen anderen Weg, ich habe das schon mal gesehen. Ich weiß, wo das ist, ich weiß, wo hier alles ist. Kannst du mir einmal sagen, wo das Ende vom Spiel ist? Oder wie ich Trinity besiege, weißt du das auch? Würde mich nämlich interessieren. Ich würde auch ein paar Rupien oder was auch immer die Währung hier ist zuspielen. Schon wieder ein Todessprung. Assassin's Creed lässt grüßen. Ui. Das wäre eine coole Anspielung, wenn Lara auch mal so einen Todessprung machen würde. Wie halt auch so, die Assassinen das auch machen. So mit Arme, also so T-Pose und dann runter. Ich glaube, meine Luft reicht nicht mehr, oder? Müsste reichen, Digga. Wenn ich kratze, ich einfach ab. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh nein. Habe ich das nicht schon mal gesehen? Habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen? Mit so einem engen Schacht? Oh Gott. Oh Gott. Spiel. Mach jetzt nichts. Einfach easy durch. Kein Fisch, nichts anderes. Kein Stein. Einfach nichts, Digga. Einfach nichts. Zieh durch, Lara. Zieh durch. Okay. Oh. Oh, scheiße, ich hab's schon gesehen. Ist das ein Ernstspiel? So ein Ding schon wieder? Ich meine, im Ernst? Safe Call. Ich gehe jetzt an die komische Luftquelle und das Ding kommt. Und? Und jetzt runter und bam. Nein, was? Kein Jumpscare-Spiel? Was ist denn los mit dir? Oh, es kommt, ne? Ja, es kommt. Jetzt geht's los. Fight. Dum, 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 dum. Aua! Messer! Bam, 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 bam! Mist, wie? Ich hasse diese Biester. Boah, Junge, was ist das für ein Geräusch? Ich find's cool, dass sie so nur ein- oder zweimal Luft schnappt und danach wieder direkt runter hier in diese Scheiße. Diese Scheißsuppe. Ich, ganz ehrlich, ich würde da oben erstmal bleiben, erstmal kurz 10 Minuten durchatmen und dann nochmal wieder runter. Ja gut, ich würde hier gar nicht jetzt runtergehen, sagen wir es mal so. Ich hasse es, unter Wasser zu sein, okay? Ich meine, ab einer gewissen Tiefe geht's noch, aber sowas hier... Nee, Bruder. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Hey, das ist die Spinne. Jonah? Spider-Man, ja. Spider-Man, does whatever a spider can. Ob Spider-Man was mit den Mayas zu tun hat? Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Also, Spinnenprüfung klingt schon ziemlich geil, ne? Also... Das klingt schon nach einer Menge Spaß. Also Spinnenprüfung, ja. Aber gib ihn. Bin ich jetzt richtig oder... Ich will nicht richtig sein. Ich will erstmal alles um... Ich will mich doch umgucken hier. Achso, ich könnte hier durchgehen oder hier durchgehen. So sieht das anscheinend aus. Okay, interessant.
Oder das ist einfach ein kompletter Irrgarten und ich renne jetzt einfach random in den richtigen Weg. Das kann natürlich auch passieren. Aber da glaube ich nicht. Okay. Jadeerz ist ja einfach mal so. Okay. Irgendwas war hier gerade. Achso, das ist dieses Symbol hier, okay. Ah, ich bin wieder hier gelandet. Cool. Da muss ich also hier weiter. Interessant. Lara, was machst du denn? Hör auf, rumzuzappeln, ne? Hey damit. Alter. Einmal runter. Und dann hier ein bisschen. Ein bisschen Schwung sollst du aufbauen. So. So. So, und dann, oh, easy.